Ja, genau. Welcome to Roller Champions. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Roller Champions. Wir hatten ja damals zu der Demo-Zeit das Spiel gespielt. Und jetzt ist das Spiel zumindest in der Closed Alpha. Und das gönnen wir uns natürlich dann auch. Das lassen wir uns natürlich nicht nehmen. Ja? Ja, nice. So, 3 gegen 3 ist das Spiel. Wer Alita zum Beispiel gesehen hat, der hat so vielleicht in der Richtung schon mal gesehen. Nicht mit Papa Schlumpf. Hier wird gesmurft, Junge. Bis zum geht nicht mehr. Oh, fuck mich hart ab. Fuck mich hart ab. Ficken. Aber nur mit Gleitgel. Woo, fuck mich hart. Aber es fühlt sich komplett... Im Vergleich zur Demo fühlt es sich anders an. Ruckliger, gerade vom Gefühl nehme ich gerade her. Hey, damit habt ihr nicht reine Lutsche. So, jetzt macht das, Jungs. Und... Oh, denied. Und er fällt in die falsche Richtung. Da sage ich nur, was ist falsch mit dir? Ich meine, es ist ja nicht so schlimm, wie ich finde. Weil dadurch schießt sie sich ja selber ins Knie. Auf jeden Fall Royal Champions für Streams nachher nochmal. Ich wollte einfach nur, damit ihr auf jeden Fall rechtzeitig auf unserem Channel das seht, eine Runde mal machen. Es geht bis zu 5 Punkte, wenn ich mich nicht täusche, oder Ablauf der Zeit. Es waren damals 7 Minuten. Alter, der ganze Zeit davon ist ja Schwachsinn, bis zum geht nicht mehr. Ah, na, nice. Ja, doch nicht so nice. Was denn jetzt? Boys, what's going on? Fick mich hart. Scheiße. Dann gehen wir in die andere Richtung, normal. Den gleichen Sprung nochmal. Alles klar, den gleichen Sprung noch. Und los geht's. Fuck mich hart. Jawohl. Ja, nee. Scheiße. Ach, kacken. Dann nochmal eine Ehrenrunde. Ja? Royal Champions. Damals sehr gerne gespielt. Wir hatten es ja auch mehrere Folgen gemacht, obwohl es nur eine Demo war zu der Zeit. Ja, und muss man natürlich auch anrechnen. Wie habe ich den denn nicht gemacht? Wie konnte ich den? Das ist meine erste Runde jetzt seit der Demo-Zeit. Es gibt jetzt quasi eine neue Anzeige. Oh, die Teammates aber auch, ne? Die fahren auch einfach nur stumpf hinterher. Damals war ein großes Problem in dem Spiel, dass Disconnect sehr beliebt war. Ne? Jedes zweite Game war quasi eine Bot-Runde. Nach einer gewissen Zeit. Ich bin mal gespannt, ob sie da was entgegenwirken. Ich denke zur Close Alpha, wie es Sven zum Beispiel schon sagte, denke ich nicht, dass es so großartig so sein wird. Aber... Man soll ja nicht die Hoffnung aufgeben, ne? Es kann ja alles sein. Kann ja quasi alles passieren. Oha, hoffentlich kriegt er den noch. Zumindest der Anfang war schon mal nicht schlecht. Ist er schon. Haben wir jetzt schon Bot drin? Wir haben natürlich schon Bot drin. Ja, nice. Ja, dann läuft das schon. Siehst du, wie ich gesagt habe? Erst ohne Bot geht das gar nicht, das Spiel. Weißt du, dann zackt das einfach nur, ne? Von daher. Oh, wieso machst du das denn nicht, was du auch machen wolltest? Brudi! Ficken! Oh mein Gott, ey. Mama, wir spielen mit Bot. Es geht genauso gut los wie damals. Ich kann mich jetzt schon wieder genauso hart aufregen wie letztes Mal. Ich bin da ganz ehrlich, ja.
Aha, dass direkt einer disconnecten muss, ne? Ist schon viel. Ich hoffe, ich gehe von Timeouts aus, wie es oft ist bei, sag ich mal, solchen derartigen Spielen. Ja, dann willst du eher vielleicht werfen. Ne? Aber man muss halt schauen, wie man es machen möchte. Ja, fuck up! Botti! Mach das! Ach fuck, ich jetzt da. Gut, die Runde hab ich versaut. Das hab ich jetzt versaut. Ich dachte, mehr als zwei Runden kriegen wir eh nicht hin. Und wir müssen mal punkten. Ja, ich bin echt raus aus dem Game, ne? Man muss sich jetzt mal wieder dran gewöhnen. Dann machst du halt aber auch nichts. Ist halt wirklich so. Was macht ihr denn? Brudis! Wo ist denn der? What the fuck war das denn? Nice, der Bot macht das jetzt. Der Bot macht das nicht. Doch, der Bot macht das. Der Bot ist nämlich ein heftiger Boy, ja. Der Bot ist Langzeit-Koordinator. Nee, ist er nicht. Ja, die Runde ist halt schon RIP, weil mit dem Bot hast du einfach einen Nachteil. Aber das. Es gibt halt Schwanzluscher, weißt du, die einfach. Weißt du, ne, also, ne? Einfach gerne an den Pimmel von den Müttern zacken, weißt du? Dann hast du halt was. Daraus kommt dann sowas. Dann machst du halt nichts. Ja, die lutschen Schwänze und zwar nachts. Zitat J. Ja, machst halt nichts, ne? Aber das ist die erste Runde. Ich glaube, wir hängen einfach auf eine Drohne, weißt du? Ja, das 10 Minuten, machst halt nichts. Performance-technisch läuft es auch nicht 100%, wie ich finde. Kann an mir liegen, klar. Kann an mir liegen. Aber perfekt ist das noch nicht. Dann muss ich mit. Stimmt, mit der Gruppe. Welche Gruppe? Ja, man kriegt Fans, das ist quasi. Das Level-System, ja, Rank-System ist es nicht. Es gibt einen Rank-Modus, der wird aber in der Alpha natürlich wahrscheinlich entweder später zu ab einer bestimmten Fananzahl freigegeben sein oder erst zur Vollversion. Genau, das sind die ersten Fans. Wir machen direkt die nächste Runde. Komm, vorerst. Genau, das war Quick-Play. Es gibt Trainingsmodus alleine gegen Bots und mit mehreren ohne Bots quasi. Kann man auch machen. Oder man spielt ganz normal, oder was später kommen soll, natürlich ein Rank-Modus. Was in dem Spiel natürlich essentiell wichtig wäre. Ein Spiel zu finden geht schneller als bei Warzone. So viel kann man schon mal, da kann man schon mal von ausgehen. Acapulco ist so jetzt, sag ich mal, die Startmap. Jetzt ist noch eine dritte Map hinzugekommen. Die spielt man im Tutorial. Wenn man zumindest bisher die Close Alpha, das Tutorial, da spielt man diese Map dann. Man wollte ihn dann wahrscheinlich einfach direkt mal präsentieren. Ob es natürlich später noch so sein wird, schauen wir einfach mal. Die Fans sind ungefähr ähnlich, da macht noch jemand seine erste Runde, sonst wüsste ich zum Beispiel nicht, wie man einen Fan hat. Nach einem Match, ein Fan? Ich habe ja auch gerade verloren, ohne dass wir großartiges quasi gemacht haben, weißt du? Aber dann schauen wir mal, ne? Direkt gemault, obwohl ich nicht mal Fanberührung hatte, weißt du, von mir selber. In your faces. Auf Darkness. Ja, bam, Jungs. Und der noch hinterher. Oh, das war ein bisschen kackiges, aber ist okay. Einen habe ich weggekriegt, den anderen musst du so holen, Junge. Okay, holst du dann halt nicht. Ah, kacke, das kann. Nee, das war scheiße. Das war halt scheiße. Ein Tippen ist auf jeden Fall immer. Hinterherfahren ist okay. Okay, aber
du musst, brauchst auf jeden Fall auch Leute, die jetzt quasi den immer entgegenfahren. Damit die quasi in eine Stresssituation kommen. Oh Mann, sei denn du bist so scheiße wie ich in dem Game, dann kannst du es natürlich vergessen. Das ist echt. Ist das schwierig geworden? Ich bin einfach, glaube ich, nur kacke geworden im Game. Ah, nice. Denied. Die haben das Spiel. Nicht falsch rum. Es ist. Das fällt wirklich falsch rum. Wieso fällt schon falsch rum? Was ist falsch mit dir? Was, das dauert doch Ewigkeiten. Oh, wieso kommt mir. Man, es gibt eine klare Richtung, dafür sind die 1000 Pfeile auf der Map. Dass man auf jeden Fall in diese Richtung fährt, wo die Leute mit dem immer fahren müssen. Das ist nicht, dass die eine die Richtung machen müssen und die andere die. Jetzt holt euch den Ball. Ja, passt zum Gegner. Das ist doch top. Das freut mich. Nein! Oh mein Gott! Mama, ich verstehe das Spiel nicht! Okay, da versteht noch einer das Spiel nicht. Alter, okay, der. Ohne Scheiß, der versteht das Spiel! Und sonst fängt man nämlich eine halbe Runde an, deswegen fährt man nämlich noch extra nochmal über die Linie. Okay, den Wurf verkackt. Vielleicht haben wir ja Glück. Ne, natürlich nicht. Die beiden haben nicht mehr das hingekriegt, jetzt gerade. Ja, genau, die Richtung. Genau. Okay, fuck. Aber läuft halt wirklich nicht so smoothie. Aber das ist auch okay. Das finde ich nicht so geil. Muss man einfach so sagen. Ist da Verzögerung drin? Okay. Also in meinem Team sind die Kacklappen, die das Spiel nicht verstehen. Ist halt normal. Deswegen, nachher schreit dann Sven an, wie gesagt. Okay. In dem Moment gefailt. So kennt man mich halt, aber hey. Masse halt nix, ne? Da, der wird den jetzt rein. Hat ja Zeit der Welt. Ist ja keiner da. So, Noob Team, ey. Damit ein Fan hat mehr Grips aller als meine Mitspieler. Ey. Wo ist eigentlich die Mucke hin? Da, zur Demo-Zeit gab es wenigstens so eine Mucke. Die echt geil war tatsächlich auch, aber wo sind die jetzt? Ja, einer muss beschützen, einer läuft falsch rum. So läuft das System. Und nicht für. Oh, wir fahren jetzt einfach random hinterher, das klappt schon. Mama, abwischen. Oh, Versuch 1 ist gescheitert. Ja, Junge, umdrehen. Ah, hast gecheckt. Alter. Grenzwertig dieses Team. Solche Leute sind grenzwertig. Ich hab den Stream-Modus an, ja? Warum sehe ich die eigentlich den Namen denn noch? Da kann ich einfach besser random Leute beleidigen, die wo nichts mehr steht, weißt du? Die sind alle älter als ich, aber haben alle weniger Grips. Wie kann sowas sein? Okay, guck dir die Politiker an, ich weiß. Ja. Leute, ich kann nicht alles machen. Also quasi jetzt wäre die einzige Möglichkeit, um quasi quasi Quebec zu starten. Wäre 3 Runden zu machen. Das reicht bestimmt nicht. Ich hab gedrückt! Na gut, der macht jetzt Zeitspiel. Der macht krass Zeit. Der macht entweder schnell, oder? Na, er versteht's nicht. Er hat jetzt den auch noch nicht verstanden. Aber er hat immer ein gutes Team, weißt du? Also ich hab 2 Kack-Noobs, die beiden haben einen. Können natürlich von Glück reden. Wenn einer macht seine erste Runde, klar merkt man. Ich meine, ich habe es am Anfang der Demo auch ja nicht ganz verstanden, ja, wie alles so läuft, ja. Kein Problem, aber. Ah, weißt du, wenn man mehr Runden schon gemacht hat wie mein Team,
Und wegen diesem Fansystem funktioniert noch nicht so. Ja, mach doch einfach. Ich hab keinen Bock auf ich hab keinen Bock auf meine Mates, ey. Ja, dumm rumstehen hilft. Ja, das ist smart, Junge. Du bist eine Bereicherung für die Welt. Danke fürs Beschützen, Leute. War geil. Oh, Scheiße. Der fährt zurück zum Start, damit die Runde auf jeden Fall zählt. Dann machen meine Mates. Wie geht das Spiel? Mach, Junge. Wo ist der fucking Ball? Mann. RGG. Oh, die Mates, ne? Ich meine, ich mache ja ebenfalls keine großartige Leistung. Bin ich ja ehrlich. Aber ich spiele auch alleine. Ich spiele einfach alleine, dann machst du halt wirklich nichts. Jetzt mach, Junge. Alles klar, Ladies and Gentlemen. Beim nächsten Mal wird es hoffentlich besser. Dann haben wir nämlich auf jeden Fall einen, der es nicht versteht, was schon mal doppelt so wenig ist wie jetzt. Moment. Zwei Niederlagen, aber das Spiel haben wir auf jeden Fall erklärt. Wir haben es in der Demo ja schon vier Folgen lang gespielt. Nicht viermal, deutlich mehr. Und ich hoffe, wir werden das ähnlich machen in der Close Alpha. Sven hat auf jeden Fall auch Bock. Er kann jetzt auch spielen. Damals konnte es halt nicht. Okay, Laptop. Was machst du? Was willst du machen, ne? Aber ich freue mich auf das Spiel. Ich freue mich auf die nächsten zukünftigen Runden. Mit Leuten, die hoffentlich auch verstehen, wie das Spiel funktioniert. Und ja, hoffentlich. Vielleicht haben wir es im Stream heute. Oder gestern, je nachdem wie ich es schaffe. Müsste gerade live sein, wenn das hier oben ist. Und bis zum nächsten Mal. Bis zur nächsten Folge hoffentlich. Lasst ein Like da. Lasst gerne ein Abo da. Wir machen viel von Roller Champions, sobald alles rauskommt. Jetzt schon Close Alpha machen wir viel. Und wir haben Warzone geplant, falls da noch jemand interessiert ist. Deswegen, haut rein, schönen Tag noch und ciao.